Es gibt schon wirklich sehr, sehr schöne Plätze in Videospielen, wo man sich einfach mal denkt, ey, hier einfach mal niederlassen, hier sein Haus bauen und dort für immer seine letzten Tage und Jahre seines Lebens verbringen, das würde optimal passen. Hier gefällt es mir einfach sehr, sehr gut. Es gibt zig solcher Plätze. Mir ist aber was aufgefallen. Es gibt ja wirklich diese wirklich scheinbar schönen und idyllischen Orte und Plätze in Videospielen, wo man sich einfach mal niederlassen möchte. Aber ich zeige euch jetzt 5 dieser Orte, wo ich nicht leben würde. Platz Nummer 5. Es gibt sicherlich andere Rennspiele, wo so eine Stadt da als Thema reinpasst, aber ich glaube, bei dem Spiel Burnout Paradise und der schönen, idyllischen Miami-Strand-Beach-heiße Sommertage-Stadt Paradise City würde erstmal so auf den ersten Blick erstmal so, wow, da geil irgendwie eine Wohnung mieten und dann am Beach rumhängen und so und dann einfach mal chillig mit seinen Autos durch die Straßen cruisen, ne. Also das möchte ich nicht, wenn da irgendwelche komischen Raser mit 500 km/h einem vorbeirasen und keiner mehr die Kontrolle hat, wo er abbiegen soll und dann rast er in dich rein. Also da ist mir der Verkehr einfach viel zu krass. Dann, nee, da würde ich nicht unbedingt gerne leben. Stellt euch mal vor, ihr lauft da mittags irgendwie an die Straße entlang und auf einmal guckt ihr hinter euch und irgend so ein riesiger Ball aus allem rast die Straße herunter und nimmt alles mit, was nicht nagelfest ist, egal was. Straßenlaternen und Hochhäuser, egal, nichts ist sicher. Und in einer Welt zu wohnen, wo irgendein komischer König im Weltall so eine Kugel losschickt, um alles aufzusammeln, um größer zu werden. Nee. An sich ist das ja eine sehr schöne Landschaft, die bei Shadow of the Colossus auf einen wartet, aber in diesem verlassenen Land. Ja, da ist halt niemand, ne? Da ist ja nicht mal irgendwie eine Person, mit der ich reden kann. Da ist gar nichts. Da ist nicht mal irgendwie ein Tier oder so. Da sind ja nur diese Riesen, die, wenn die einen sehen und wenn man sie nervt, dann zertreten sie einen. Also was soll ich da? Ich werde da an Einsamkeit sterben. Mit 16 Kolossen. Ne. Ein Land vollgepackt mit unglaublichen Kreaturen und schrecklichen Wesen und vielen Monstern, die auf einen warten und auf einen lauern. Und jedes Mal in einem bestimmten Zeitalter wird die Welt angegriffen und steht kurz vor dem Untergang und nur ein kleiner Elf aus irgendeinem kleinen Kackdorf muss dafür sorgen, dass das klappt. Also, sorry, ich wüsste nicht, ob ich da irgendwie jetzt mein Haus aufbauen wollen würde oder mein Karottenbeet hinten im Garten pflanzen würde, weil ich nicht weiß, ob das irgendwie eine längere Zeit überlebt. Weil, stellt euch mal vor, in irgendeinem Zeitalter sind wir dann da und dann gibt es da so einen komischen kleinen Elfen, der voll der Lappen ist und der nichts hinkriegt, ja? Dann sind wir alle am Arsch, egal. Selbst ein Mond, der Mond stürzt auf Hyrule, oh ne.
Also tut mir leid. In seiner eigenen Stadt zu wohnen, bei Animal Crossing, ist ja ganz schön. Ne? Man kann ja ein bisschen hier, ne, hat man alles selbst gestaltet und so, schön, idyllisch, tolle Nachbarn, alles ist schön, alle sind freundlich. Aber ich hatte keinen Bock, irgendwie morgens aufzustehen, aus meinem Haus zu gehen und erstmal zu sehen, fuck, da wächst schon Unkraut. Scheiße, ich muss schon wieder die komischen Äpfel vom Baum pflücken, weil sonst kriege ich wieder Ärger. Fuck, ich muss wieder mit dem behinderten Nachbarn sprechen, weil sonst ist der wieder genervt von mir oder ist traurig. Und fuck, jetzt kommt der andere wieder und will mit mir irgendwie, will mir sein Haus zeigen und der Spasti da hinten will jetzt irgendwie sein T-Shirt mit mir tauschen. Das ist viel zu viel Arbeit. Ja, eine witzige Liste. Ist natürlich völliger Quatsch. Es sind alle schöne Orte und ihr wisst Bescheid. Wenn euch was anderes einfällt, wo ihr sagt, ne, da würde ich jetzt, also das sieht zwar schön aus, aber ganz ehrlich, da will ich ehrlich gesagt nicht leben, dann sagt's mir. Ich hatte zum Beispiel Skyrim auf dem Plan, obwohl Skyrim ja eigentlich eine sehr schöne Landschaft ist und alles drum und dran, ist mir zu kalt. Würde ich nie hingehen. Aber naja, ihr seid gefragt, ihr könnt eure Comments unten in die Kommentarbereich lassen, wenn ihr Google Plus Konto habt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, eine schöne Nacht oder was auch immer. In diesem Sinne bin ich raus. Haut rein!